Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Shadow Hearts. Heute geht es um den Fluch der vier Masken. Wir beginnen mit der Gralsmaske. Deine Seele gehört mir, Kleine. Was ist das für ein Kelch? Meine Kraft! Sie haben den Kelch der Treue erhalten. Trefferbereich wurde verdoppelt. Ja, das ist der Effekt, der einsetzt, wenn man eben die Reihenfolge beachtet, die Kelch angeschrieben ist. Dann funktioniert sie nicht sehr, sehr gut. Jetzt heißt es prinzipiell, ich kann gar nicht mehr daneben hauen bei Yuri, weil der Bereich verdoppelt wurde. Das ist abartig groß. Die Masken werden immer, wirklich immer, die ZP-Senkung einsetzen. Das ist nervig. Ich gebe es gerne zu. Es ist nervig, denn so kann man relativ schnell Richtung Game Over gehen. Game Over, eher Richtung Berserker-Status. Aber das macht nichts. Die Gralsmaske ist übrigens meiner Meinung nach die einfachste der Masken. Zumindest in diesem Status. Ihr seht, verdoppelter Trefferbereich, das ist abartig groß. Da kann man fast nichts falsch machen. Natürlich ist meine Truppe. Wow. Nicht die schlagkräftigste, und das ist die uneingeschränkte Kampfkraft der Masken. Ihr seht, das ist übel. Das können übrigens alle. Deswegen sollte man hier wirklich aufpassen. So. Wir hätten 45.000 Erfahrungspunkte, sehr viel Geld und einen Bernsteinring. Wütende Schlange und Auferstehung gelernt, sehr schön. Alice kann wiederbeleben. Und wütende Schlange ist ein normaler... Also was heißt ein normaler Zauber? Was ist ein Zauber? Nichts wirklich Wildes dabei. So. Ich möchte mich jetzt einmal heilen. Und da es dauern kann, bis ich wirklich den nächsten Kampf trigger, werde ich jetzt speichern. Wieder versuchen, den nächsten Kampf zu triggern, etc. pp. In der richtigen Reihenfolge. Das heißt, in diesem Fall möchte ich jetzt, meine ich, Gold... Ich vergesse die richtige Reihenfolge immer, ohne nachzulesen. Ja. Wir möchten jetzt Gold, dann Stab und dann Schwert. Also hoffen wir mal, dass ich bald auf Gold treffe. So, da haben wir auch schon die nächste Maske, die sogenannte Goldmaske. Die Goldmaske ist in diesem Fall ein wenig stärker als die Gralsmaske. Aber nur ein bisschen. Ich werde dir zeigen, wie machtlos diese Nulpe von Gralsmaske ist. Ja, wir haben, meine ich, in diesem Kampf jetzt keinen vergrößerten Trefferbereich, ist aber auch nicht schlimm. Einziges Problem in diesem Kampf ist die Tatsache, dass diese Maske unempfindlich gegenüber körperlichen Angriffen ist. Also müssen wir uns auf Magie beziehen. Man sollte meinen, dass es jetzt mit dieser Party überhaupt kein Problem war. Naja. Fast 500 Schaden. Kann ich nicht meckern. Jetzt muss ich natürlich erstmal dafür sorgen, dass ich in der nächsten Runde auch Magie einsetzen kann. Und ja, Kommi ist nun mal der Hauptschadensquell momentan. Was soll's. Und das ist Stufe 3 Magie. Von Targaryen. Oder wie auch immer dann nehmen. Form heißt. Targaryen, wilder Bulle. Fragezeichen. So, das ist die Schlange. Auch nicht schlecht vom Schaden her. Da wir die Masken gerade in Reihenfolge machen, ist diese Maske natürlich auch relativ schnell zu besiegen. Ich versuche im Anschluss mal zu zeigen, wie ätzend soll eine Maske im richtigen Fall sein kann. Vollen Kräften bekämpfen möchte. Dafür nehmen wir dann die Stabsmaske. Da weiß ich nämlich, das funktioniert noch ungefähr mit unseren, ja, Werten, die wir haben. Ist aber auch schon nicht mehr so schön anzusehen. Lebt er immer noch. Im Normalfall nehmen diese Masken gerne, wie gesagt, die ZP weg, aber die hier hat wieder irgendwie keinen Bock drauf. Ich meine, wirklich beschweren tue ich mich darüber nicht.
Da habe ich natürlich bessere Karten, so, aber ist ein bisschen schade, dass ich es nicht zeigen kann. Das dürfte das Ende gewesen sein. Nein, das Ding gibt Ohr noch. Ach, keine Ahnung. Ich kann bei den Viechern nicht einschätzen, was gut sein soll, oder nicht. Aber dann nehmen nochmal die wütende Schlange. Und dann tut. Wow. Das Ding hält mir eindeutig zu viel aus. Das ging dann eben dead. Ja, ich einfach mal zu. Ah, Zuna. Ist einfach aus. Überlebt alles. Unstoppbar, trotz relativ geringer ZP-Anzahl. Aber unstoppbar. Gut. Nö. Ich hoffe, das tötet jetzt die Maske. Bitte? Ja. Flop. Und auch hier wieder 45.000 Erfahrungspunkte und ein Cameo im Ring. Ich weiß gar nicht, ob die Erfahrung geben würden. Lesen wir später nach. Das Problem ist, Problem ist in Anführungsstrichen, aber ich habe keine Zelte dabei, das habe ich ja irgendwann mal erwähnt. Aber ich habe so viele Heil-Items, das ist wieder völlig egal. Völlig irrelevant. So, das heißt, die nächste Maske, die wir jetzt herausfordern müssen, ist die Stabsmaske. Bei der Stabsmaske ist es so, da gibt es prinzipiell eigentlich nicht mal wirklich große Probleme. Also, bis gleich. Willkommen zurück bei der Stabsmaske. Fühle den Zorn der goldenen Maske. Ja. Ansonsten würde auch irgendwas von der Seele faseln, aber da wir die Goldmaske vorher besiegt haben. Hatscha! Avenger! Oder Diamonds, how you don't belong in this world! Und die ganzen anderen sind halt schon. Aber ja, die Stabmaske ist dann wiederum ein sehr uninteressanter Gegner. Ist, glaube ich, Feuerelementar sogar. Deswegen macht sie mir in dieser Form nicht mal Schaden! Ich kann dementsprechend einfach die Schläge einstecken. Da brauche ich nicht mehr mit jemandem spielen. Aber sie benutzt gerne das Höllenfeuer. Ich weiß nicht, wie viel das in einem schlechten Zustand macht, muss ich ehrlich gestehen. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Ich habe sie mal schon mal offscreen in der normalen Version gekämpft. Da killt mich das beinahe. Oder beinahe. Also mal sehen, die beiden werden ja eh ab. Nee. Also in der geschwächten Version. Ja, ist der Schaden deutlich. Um nicht zu sagen, schon beinahe uninteressant. Langsam ist er auch noch dabei. Tja. Stabmaske erledigt. Ein Lazuri-Trink in diesem Fall. Und ja, natürlich die normale Menge an. Halle Menge an Erfahrungspunkten. Sehr schön. Das heißt, jetzt ist nur noch eine Maske übrig, und zwar die Schwertmaske. Bis gleich, Leute. So, und da hätten wir auch die letzte der vier Masken, die Schwertmaske. Schau, was du mit meiner Stabmaske gemacht hast. Ich kann mich nicht. Stabmaske nie gehört? Nein. Aber das ist eben die letzte der vier Masken. Wenn ich dann alles richtig gemacht habe, sollten wir uns auf dem Weg befinden zum guten Ende in diesem Spiel. Ja, es gibt zwei Enden. Ja, ich denke, ich werde beide zeigen. In diesem Spieldurchlauf mache ich aber das gute Ende. Weil das gute Ende schöner ist. Irgendwo. Dazu sei aber gesagt, dass der zweite Teil auf dem bösen Ende aufbaut. Was ich damit meine, sind hier allerdings natürlich erst viel später. Ja,
sind. Ja, falscher Charakter. Mach das bei mir. Mach das bei Yuri! Aber ja, geschwächte Version wird sowieso nicht machen. Dämlicher Vogel. Aber wie lange wollte man schon diese Masken eine verpassen, seit man sie da im Friedhof gesehen hat? Ah. Ja, und damit habe ich 5 Level-Ups bekommen, zumindest was Komi angeht. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Das alles nur wegen Masken, ne? Wenn wir jetzt auf den Friedhof gehen, also wir können, meine ich, immer noch die Boshaftigkeit bekämpfen, das ist nicht das Problem. Wenn wir aber auf den Friedhof gehen, nachdem wir diese 4 Masken besiegt haben, also theoretisch auch, wenn man sie gerade am Bekämpfen ist, dann sind sie zwar immer noch da, aber sie bewegen sich nicht mehr. Sie sind auch zerstört, wie ihr seht. Und in dieser Form können wir sie immer noch in der Welt treffen. Das werde ich aber so on the go machen, denn meistens dauert das ein Weilchen, bis die auftaucht. Ich kann mal versuchen, einen Kampf zu triggern. Ich hoffe mal, dass direkt eine kommt, das wäre schön. Ansonsten ist aber auch nicht schlimm. Während ich schon mal hier bin, kann ich auch nochmal eben schnell ins Zimmer von Delka gehen und gucken, ob wir da irgendwas finden. Na, kommen sie? Nee, natürlich nicht. Ah, wäre auch zum Zeigezweck viel zu schön, ne? Ja. Auf alle Fälle sind wir jetzt ziemlich overpowered erstmal wieder für die nächste Zeit. Aber ich meine, wie kann man sich das entgehen lassen? Das sind 180.000 Erfahrungspunkte. 180.000! Und unabhängig davon, ob man sie jetzt im geschwächten Zustand bekämpft oder nicht, kriegt man wirklich 45.000 pro Stück. Chuchen lernt, Donnergroin. Sehr schön. Damit hat er direkt 2 Techniken wieder gelernt. Wir nähern uns aber auch der Grenze, also der Grenze des Lernbaren. Bald lernen meine Charaktere auch nichts mehr. Was schade ist. Das ist immer so der Punkt, wo das dann das Leveln so überflüssig wird. Da war doch gerade was. Sie haben Tkjru. Ja. Halskette, schieß mich tot. Tkjru. Ja, halbiert die elementaren Dinger. Da könnt ihr also sehen, welche. Ja, wer ist. Welche Elemente sie geben und so. Da fällt mir ein, ich habe ihn hier nie ausgerüstet. Mit dem Orakelstab zum Beispiel. Dieser Stab kann nur von dem besten Orakel benutzt werden und wird geprägt der Rüstung, dann heißt das enorme Schlagkraft. Oder mit den Dingern hier. Also, er ist nicht ausge. Ja. Er ist halt nicht ausgerüstet gewesen, das ist nicht schlimm. Tkjru. Ja, ist jetzt eine gute Frage, was das ist. Ich glaube auch nicht, dass es euch so sehr interessiert. Ich werde einfach mal hier drauf und dann sortieren. Ausrüstung, Ausrüstungsobjekte, Waffen. Tkjru. Mal sehen, ist der Klinge, die eine Geistesessenz verströmen für unseren guten Kief. Okay. Habe ich das auch mal geklärt. Ja, wenn jetzt keiner dieser Masken mehr auftauchen möchte, ist das auch nicht so schlimm. Ich hoffe mal, dann kommt eine mal. Vom Ton her nein. Na, sind keine Karten. Naja, egal. Dann werde ich den Cut setzen. Ich werde noch reinschneiden. Obwohl ich möchte noch eine Sache voll machen, aber dann einen Cut setzen. Dann werde ich zumindest eine Maske mal, ich sage mal, im Extremzustand. In meinem Fall ist es die Stabmaske. Die Stabmaske sollte noch sehr gut machbar sein. Dann könnt ihr mal sehen, was sie wirklich an Zerstörung anrichten kann. Ist vielleicht ein bisschen interessanter für euch, als zu sehen, ah, der Kombi, der macht mal wieder alles platt ohne Probleme und nur mit der Wimper zu zucken. Stimmt wohl. Ein wenig. So, aber hier haben wir noch einen Typen. Introvertierter Chopin. Willst du? Ich bin dabei. Ewigkeitskarte. Ja, die Ewigkeitskarte. Das dürfte ich verkackt haben. Ja. Ziemlich im grünen Bereich, aber
Das kriegen wir hin, denke ich doch mal. Das sieht doch schon besser aus. Könnte aber auch im, ja, im schlechten Bereich sein. Ah, komm schon. Ich habe so viele, ich kann sie gerade noch erlauben, aber wenn ich jetzt nicht gewinne, dann muss ich neu laden. Ah. For fuck's sake. Ich werde sie mir jedenfalls offscreen anholen und werde dann die Startmasse zeigen. Also bis gleich. So, Leute. Ich befinde mich im Kampf mit der aufgepowerten Startmaske. Kommi hat's mal schön erwischt. Ihr werdet aber auf jeden Fall sehen, was genau mit der Maske so los ist. Hoffe ich zumindest noch, weil ich jetzt sie schon relativ geschwächt habe. Auf jeden Fall, die Maske setzt weiterhin auf normalen Angriff zusammen mit Höllenfeuer. So, dieses Höllenfeuer kann meine Leute ziemlich arg verletzen. Suna zum Beispiel wird beinahe durch eine Welle Höllenfeuer umgebracht. Nicht gut. Definitiv nicht gut. Die Maske selber setzt am Anfang einen Engschock ein. Das heißt, die Größe unseres Rings wurde halbiert. Deswegen treffe ich meistens fast gar nichts hier, weil ich nichts sehe. Das nervt. Aber mehr ist das auch nicht. So. Verteidigen, verteidigen, angreifen. Yeah! Ihr werdet jetzt sehen, was ich meine mit Schaden. Der Dialog ist auch minimal anders, aber aus Zeitgründen spare ich mir das jetzt mal. Er sagt was von wegen, zeig mir deine Seele und hier diese Stärke oder irgendwie sowas. Also hier, zeig mir deine Seele, kleines Mädchen, und sehe diese Stärke, irgendwie sowas in der Runde. Nicht von wegen, ach die Gralsmaske. Ach die Quatsch. Oh nein, diese Goldsmaske, die hat ja voll nichts drauf. Irgendwie sowas. Ihr erinnert euch. Ich nicht. Aber ihr. Ich weiß, dass ihr euch daran erinnert. Das ist das Typische. Der RP hat keine Ahnung von dem, was er macht. Und alle wissen es besser. So ist das normalerweise. Da... Ja toll, da treffe ich schon. Die Maske ist übrigens auch unempfindlich gegenüber Magie. Das heißt, lasst die Magie zu Hause. Es bringt euch gar nichts. Ihr werdet euch nur zum Narren machen. Ihr werdet es einsetzen und euch denken, oh, wie das getan ist. Das ist ein Drachen. Scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck. Ungefähr sowas werdet ihr denken. Und ich kann nur sagen, ja, das ist schon ziemlich mies. Ja, da seht ihr das. Suna hat noch knapp 100 HP davon übrig. Das ist doch ziemlich gut in dem Fall, aber... Es ist schon ein deutlicher Unterschied zu der Stabmaske im geschwächten Zustand. Falls ihr euch erinnert, da war der Schaden so 47? Größtenteils 64? Großer Unterschied. Ist das Problem daran, ist einfach die Tatsache, dass der Kampf so nicht zu Ende geht. Na Mann. Ich meine, den Kampf kann ich so relativ lange weiterführen. Jetzt muss Chuchen zum Beispiel nur einfach mal eben schnell ein bisschen Mana-Gedöns werfen, dann passt das wieder. Und dann können wir weitermachen. Mit dem Bogen. Ja, wie gesagt, ich muss halt treffen, damit ich Schaden mache, damit ich theoretisch überleben kann, etc. Und das passiert hier die meiste Zeit nicht, weil ich einfach daneben haue, weil ich ein Idiot bin. Das ist eben das Risiko, wenn man Statusanomalien, was den Ring betrifft, nicht ändern kann und man blind dann nicht genau weiß, wie das bei einem veränderten Größenunterschied wirklich funktioniert. Das ist wirklich. Aber ja, ihr seht, Maske besiegt. Trotz dieser roten Aura, sprich der Stärkenversion.
Und wenn wir jetzt wieder auf den Friedhof gehen. Einfach aus Juxendollerei. Dann schreien draußen Leute rum. Nein. Dann könnt ihr sehen, wenn ich da hingehe, dass auch diese Maske besiegt ist. Man kann also auch so gegen diese Masken vorgehen. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber man kann es machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, wenn wir uns aufmachen zu diesem Kloster. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss.